Das sollte groß sein. Das Spiel ist immer noch zu laut. Ja, die Musik im Hintergrund, die Musik ist gleich leiser. Ja, moinsen und hallo. Wer ist denn hier neben mir? Das ist nicht Anna, es ist nicht Erik. Auch wenn man jetzt so machen würde. Das wächst. Ne? Eventuell. Aber, ja, nein, Rika wollte mal, hör auf, wollte mal Elden Ring, beziehungsweise, wir haben gesagt, das wäre eine lustige Idee, Rika mal. Ich wollte gerade sagen, von wollen kann ich nicht. Und da kann ich gleich dazu sagen, leg mir einen Button zurecht. No, God! No, God, please, no! 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 Sie kannte ihn noch nicht. So, ich starte mal das Spiel. Ich möchte jetzt noch mal eine abturnende. Hier! Okay, Rika, groß. Erzähl deine Geschichte. Währenddessen laufe ich kurz ein bisschen rum, dann kannst du kurz erzählen und dann. Achso, wir müssen auch sagen, dass wir nicht von Anfang an spielen, ne? Also, ja, ich spiele das jetzt nicht. Das ist ja ein Teil meiner Playlist von Elden Ring. Und nur als kleine Info: wir haben es 15.47 Uhr und ich wollte heute um 12 Uhr anfangen. Arsch, ich bin 9 Kilometer gegangen. Ja, du hast aber. Ich habe das angekündigt. Ja, aber das andere war vorher angekündigt. Also, du hast irgendwie ein bisschen Zeitgefühl verloren. So, ich würde sagen, hier üben wir nicht mit dir. Und ich hatte während meiner Nachricht noch während des Gehens doch gesagt, gegen 3. Gut, das haben wir da nicht. Genau, es war aber letzte Woche schon gesagt um 12. Aber okay. Diese Info hatte ich nicht. Die hast du vergessen, das ist das Problem. Ich wollte eine große Coke. Es ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Gut, es ist zu viel verlangt, nochmal auf den Zettel zu gucken, zurückzugehen und zu sagen, man hat eine große bestellt und hat eine kleine bekommen. Aber wenn man das erst zu Hause schickt, dann ist man selber schuld. Ne? Würde ich nämlich auch sagen. So. Wir teleportieren mal, dann zeige ich dir ungefähr grob, wo es angefangen hat. Da. Was ist meine Aufgabe? Der Eldenlord zu werden. Warum erstrebe ich dies? Weil du so die Welt endlich reparierst quasi. Es gibt eine große Königin. Erinnert mich an Bloodborne. Es gibt, ja, das ist immer dasselbe Prinzip. Es gibt eine große Königin, die quasi den Elden Ring besaß und hat ihn dann aber, der wurde dann zerbrochen. Und du bist jetzt auf der Suche nach den Elden Ring Splittern. Und wer den Elden Ring hat, wird der Eldenlord. Ich will nichts sagen, aber ich dachte beim ersten Mal Elden Ring hören, dachte ich immer an Herr der Ringe. Ja, das ist. Dass es halt ein Herr der Ringe-Spiel ist. Ja, richtig. Hast du mir gesagt, dass das von Dark Souls ist? genau, da hinten gibt es so Bäume. Ich weiß nicht, ob das die Eldenbäume sind, ich kenne den Namen jetzt nicht. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, das sieht aus wie Mittelerde. Ja, so ein bisschen. Ich sag immer liebevoll, es ist halt auch vom Aufbau her wie ein Breath of the Wild. Also Zelda. Mit Dark Souls. So, jetzt habe ich es geschafft. Sie hat ihre Cola leer. Und jetzt hat sie kein Trinken für weitere Tage. Das ist meins. Aus Corona-Gründen darf ich dir mein Glas nicht geben. Willst du mich jetzt verarschen? Sag ich dir beim nächsten Cousin. Ich darf dich nicht küssen. Es ist Corona. Ach, damit habe ich kein Problem. Arsch. So, genau. Gib mir beide bitte die Flasche. Nee, du trinkst jetzt nicht aus der Flasche. Nachher trinke ich die. Das dann machst du mich kurz weg und ich trinke aus der Flasche. Du kannst das auch selber. Ja, dann gib mir die Ding. Gib. Ja. Ich wollte das nicht. Wolltest du mal irgendwas? Ich wollte das nicht. Ich wollte zeigen, dass ich drücke. Genau, was jetzt besonders cool ist, ja. Es gibt, wie du siehst, all diese gelben Punkte sind quasi Leuchtfeuer. Diese Bonfire, wo ich mich heilen kann und auflevel. Wo du rasten kannst, wo du heilen kannst, genau, wo du levelst, wo aber auch Gegner, wenn du dich hinsetzt, resetten, was nicht so schlimm ist. Aber es gibt diese besonderen, die diesen Lichtweg zeigen. Die zeigen dir, wo die Story entlang geht. Okay. Beziehungsweise, wo so ein Pfad und wäre. Das, was ich jetzt sehe, warst du schon überall, oder? Genau, diesen ganzen unteren Teil der Insel habe ich erkundet. Alter! Wie lange spielst du das schon? 16 Stunden sind das. Und da hast du schon so viel? Weil ich hier an diesem Boss anfänglich noch nicht weiterkam, habe ich halt den Rest der Insel erkundet. Ich war sogar schon hier oben und da. Krass. Okay. Genau, und du kannst von Anfang an hin und her teleportieren, was es halt sehr einfach macht.
Und auf der Karte wird dir oben im Kompass gezeigt, wo deine Seelen sind, wenn du sie verloren hast. Okay. So, wie kämpfe ich? Mit welchen Dingen? Genau, jetzt kommt das Spiel. Rika muss sich die Steuerung merken. Also, wie in jedem Dark Souls mit R1. Kleiner Schlag. Genau, kannst auch mehrmals nacheinander. Mhm. Ne? R2, großer Schlag. Genau. Wie bei Kena. Kannst du aber auch halten. Dann macht er noch einen größeren. Nee, also wie bei Kena, okay. L1 ist Schild. Guck. Verteidigen. Genau. Und eine Rolle? Rolle ist auf O. Also ausweichen O. Schild. Wenn du die Rolle L1, machen willst, genau. Leichter Schlag R1, starker Schlag R2. Genau. Das wäre Parry, aber das benutzt du nicht. Das benutze ich nicht. Was du aber machen kannst, ist, das kann ich ja. Ich blicke gerade, ob hier irgendwo ein Gegner ist. Das schaffe ich nicht. Ja, warte. Ganz besondere Erneuerung ist das. Ach, so kannst ein du Pferd auch. Holen. Oder was? Genau, du kannst reiten. Das ist kein Pferd. Nein, aber guck mal, was das Tolles macht. Ach, Jemini. Aber wir haben gerade Nacht. Ich wollte mal gucken, ob die Figur hier ist, die hier angeblich sein soll, die mir Anna versprochen hat, aber nicht da ist. Nee, nur der Händler. Genau. Sieht aus wie der Weihnachtsmann. Geh mal bitte rein. Dachte ich mir, dass dir das gefallen wird. Gib mal rein. Der sieht wirklich aus wie ein Weihnachtsmann. Das hier ist gut. Was ist das? Das sind diese Leuchtfeuer. Ach ja. Und wie du siehst, die geben dir auch einen dezenten Hinweis, wo es zum quasi zum Story-Nächsten geht. Der ist sehr dezent. Ja, das siehst du halt auch aus der Entfernung so ein bisschen dann. Rika lebt noch. Nee, noch habe ich sie in der Hand. Nee, wahrscheinlich nach den 10 Kilometern oder so. Wahrscheinlich. Aber ich musste mich ja schon korrigieren. Es waren ja laut Google Maps nur 9. Und da ich dummerweise die Uhr nicht anhatte... So, bei dem hier will ich dir noch was zeigen. Also du kannst ihn anvisieren, mit auf den draufdrücken. Ja. Und wenn du das Schild oben hast, kannst du, wenn der so einen Moment, Schlag... Moment, R3 ist anvisieren, oder genau, was? Genau, okay. Ist auflocken quasi. Wie das. Auflocken? Ja, so nennt sich das. Lock-Modus. Du lockst auf einen Gegner ein. Ach so, aber ich lock die nicht zu mir an. Nein. Ja, das finde ich jetzt... Guck. Was war das? Du kannst so Blumen und Sachen sammeln. Wie denn? So. Einfach hingehen. Wenn du jetzt das Schild hältst, siehst du, und der schlägt dagegen, drücke ich gleich direkt R2, dann macht er so eine besondere Attacke. Und dann kannst du ihn nochmal so backsteppen, kritisch schlagen. Aber gut. Kann ich bei so leichten jetzt erstmal. Ja, bei denen kannst du üben. Anna, du kannst per Commands umstellen. Aber die Blumen, wie sammle ich die denn ein? Mit Dreieck, steht da drüber. Die sind fürs Material bauen. Du kannst dir bestimmte Gegenstände bauen. Kann ich das jetzt schon anvisieren? Ja. Nee, Andra. Oh, du... Das wollte ich so! Was? Rikas erster Angriff total falsch gedrückt, aber geparried. Nein! Ich wollte das so. Ja, okay, dann bleiben wir dabei. Rikas hat jetzt erster Angriff im Spiel war Parry. Ich fühle mich mächtig. Warte, da kann ich das machen. Hm? Oh. Haut dir erstmal einen Parry raus. Du hast, das zeige ich dir, ich habe ja gesagt, die wirst du nicht brauchen, weil das Parry ist. Ja. Wenn ein Gegner... du wolltest den drücken, hast aber den. Rika hat es kaum... kommt übrigens immer besser, wenn man so tut, als wäre das selbstverständlich. Ja. Der Gegner hat auf dich einschlagen wollen und du hast im richtigen Moment, wenn die Klinge gerade auf dich zufliegt, das gedrückt. Damit hast du ihn abgewehrt, er ist aus der Balance gefallen... Und du konntest ihm dann eine Parry-Attacke machen, also einen kritischen Angriff, gegen den er sich nicht wehren kann. Was nimmst du ihm mir denn ständig weg? Ich musste es dir doch zeigen, bevor ich dir jetzt sage, drück den Button. Wieder, ja, aber du wolltest ihn mir nicht wiedergeben. Ich habe das festgestellt. Okay, seit wann machen die denn das? Das muss ich deaktivieren, das nervt ja.
Was? Achso, nee, das hast du eingetragen, Comments. Haha, ja, es gibt zwei Comments. Nee, und zwar, die habe ich noch nicht eingebaut, die schicke ich dir noch. Das ist Ausrufezeichen. Was Cam ist das? Groß. Das ist eine Libelle, die dich angreift. Achso. Die kannst du auch anlocken. Dann würdest du auch in ihre Richtung schlagen. Was ist denn jetzt die Puppe? Mit Doppel-S, nicht mit SZ. Du kannst mit X übrigens springen. Achso. Das hast du mir noch nicht gesagt. Guck! Eieieiei. Was denn? Ja, sie hat unsere Szene umgewechselt. Und mit Ausrufezeichen PC Cam klein kannst du es wieder klein schalten. Ich finde das Spiel sehr dunkel. Ich hätte mir das ist doch heller. Jetzt gar nicht dunkel. Ich hätte mir das heller das ist schon eingestellt. Hell. Oh, das ist eine Schildkröte. Mit Elgato, also mit Hashtag Elgato Cam klein, die sind lieb. Gut. Die tut man nicht weh. Danke. Man müsste sie machen, um Material zu sammeln. Eine habe ich mal getötet, nur um zu gucken, was es gibt, aber. Genau, mit Ausrufezeichen Elgato Cam Klein würdest du die andere Szene von der Elgato wechseln. Das ist in dem Fall jetzt irrelevant. Ich wollte noch auf die Multicams einstellen, dass ihr die machen könnt. Genau. Und was ich noch habe, mal gucken, ob es jetzt klappt. Oh, sind hier gar nicht aktiviert. Okay. Wartet, Rika läuft währenddessen ein bisschen rum. Genau. Papp. Watch time. Anna probiert gerade rum. So, warte. Ich guck dir das nicht hin, da werde ich irre. Wieso? Wenn sie die ganze Zeit das Bild verschiebt. Nein, das nicht. Was? Das macht sie nicht. Was? Frechheit. Hat null Sex mit Zuschauern von Let's Learn to Play verbracht. Was? Wieso Sex? Sekunden. Achso. Ich höre was, aber ich sehe es nicht. Das macht mich wahnsinnig gerade. Ach, das sind die hier Martha von. Ja, genau, das sind die Leute. Da habe ich mich auch letztes Mal gewundert, woher diese Geräusche kommen. Es gibt jetzt auch neue Kanalpunkte-Funktionen. Du kannst nämlich die Einspieler einbauen. Für 5000 Punkte kannst du irgendeinen, da wird irgendein X beliebiger. Und für 10.000 Punkte kannst du einen bestimmten. Was machst du? Ich finde eigentlich, dass ich viel zu lange Zeit braucht, bis ich hier neue Kanalpunkte kriege. Ich möchte das mal so. Das ist ein Tier, das tut dir nichts. Nee. Ich sag ja, Messer spielt so lange. Ich suche eigentlich. Na, seh ich's? Nur noch leichte Gegner. Oder hat's nicht geklappt? Müsste eigentlich. Nee, ist hier keiner. Ich hab's vorher noch nicht so ausgiebig getestet. Es kann auch sein, dass da gerade ein paar Sekunden Pause zwischen sind, dass du die noch nicht starten kannst. Wo ist mein Einspieler? Warte, ich drücke ihn nochmal. Oh no, God! No, God, please, no! 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 Ich hab den nicht verdient. Ich muss gucken, warum der bei dir gerade nicht angesprungen ist. Vielleicht hat es wirklich was mit den 10 Minuten zu tun, die ich eingestellt habe, damit wir damit nicht gebombt werden. Was hast du? Soll ich dich nochmal wohin führen, wo du... Naja, ich würde ja hier wo gleich wieder... Ich glaube, Gegner das finden. Muss man eventuell über die Anfrage bestätigen. Ja, das kann sein. Lass mich kurz hier lauschen. Wobei ich jetzt keine Bestätigungsmeldung hatte. Was ist denn das da? Das kannst du einsammeln, das sind Runenfragmente. Aber wahrscheinlich hast du das hier schon mal. Ja, die habe ich, ja, da war ich schon. Ja, ja. Wie gesagt, also, du könntest ja auch das Pferdlein rufen. Nee. Da, sind das da nicht Gegner? Nein, das sind Vögel. Tiere. Soll ich dich wohin führen, wo Gegner sind? Na, hier werden ja wohl gleich wieder Gegner auftauchen. Na, hier unten an der Ecke weniger. Echt jetzt? Ja.
Oh, da. Oh, da ist ein Riese. Der ist. Der hat's in sich. Das kannst du gerne probieren. Den habe ich noch nicht gesehen gehabt. Gut. Anvisieren. Gucken, ob ich hinter ihm komme. Wahrscheinlich nicht. Jetzt hast du auf den Vogel dahinter gestellt. Du kannst auch schleichen. Echt? Ja. Wenn du den hier reindrückst. Das war nicht mal eine Attacke. Du musst da einmal Steuer-Digitkreuz nach unten drücken, um das Pferd wegzumachen. Und dann kannst du dich auch heilen auf Quadrat. Quadrat. So. Andere Taste für Abwehren. Rika drückt wieder Bibeltasten. Ja, heilen. Und schlagen. Das war gut, mach weiter, mach weiter. Weiter. Nochmal, nochmal. Nochmal. Jetzt hast du ihn. Wenn ich hab nicht Batmashing gedrückt. Was habe ich denn jetzt gedrückt, damit das Pferd kam? Du hast versehentlich den gedrückt und da war noch das Pferd eingestellt. Zum Glück war danach Heilen eingestellt, warum auch immer. Weil ich immer nur zwei Items in diesem Dingen lasse. Guck, wenn du nach unten drückst, kannst du wechseln. Achso. Jens, wenn du zum Schlagen aufforderst, musst du auch auf die Ausdauer achten. Ich wusste, dass Rika die Ausdauer nicht im Blick hat. Ich habe nur gemeint, sie soll jetzt so schnell wie möglich schlagen drücken, damit sie den kalt kriegt. Und den habe ich an der Stelle zum Beispiel noch gar nicht gesehen gehabt. Ich habe schon gegen diesen Gegner gekämpft, aber hier unten war ich noch nicht. Siehst du mal. Den kannst du kaputt hauen. Achso. Wie ist denn jetzt dein Problem? Kann ich nicht anbieten. So, dann kommt ein Item raus. 200 Runen sind das. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Du musst doch sagen, ob das gut war. Das ist ein Item, das du halt, womit du halt später leveln kannst, wenn du genug Runen hast. Also ohne Heilen bist du aber schnell dit. Oh, ist hier ein Dungeon. Oder hast du einen Boss gefunden? Weiß ich nicht, wo ich gefunden habe. Hast du gesehen, was da hinten ist? Nee. Oh, ich wollte hier drauf springen. Was ist denn jetzt schief gegangen? Ja, du kannst nicht so weit springen. Das ist nicht Kingdom Hearts. Rennen kannst du, wenn du O gedrückt hältst, also die Rolltaste gedrückt halten, dann rennst du. Naja, ich kann nämlich gleichzeitig X drum. Du könntest auch einfach, warte, mach mal das Pferd, warte, Dix, mach mal das Pferd, auf Quadrat, genau. Und hier mit dem kannst du nämlich einen Doppelsprung. Das ist eine Nachricht eines Spielers. Ach so, schön. Aber da hinten ist das Interessante. Okay, da am Strand. Und hier ist irgendwo ein Dungeon. Mhm. Oh. Was ist? Ne, du hast nur Holz kaputt gemacht. Nee, was sind das für Viecher? Ich würde sie Glibbelviecher nennen. Aber die sind böse? Ja, natürlich. Okay, also kämpfen. Aber du kannst trotzdem da hingehen. Die haben eine Reichweite, die greifen dich nicht sofort an. Nee, ich wollte gegen die kämpfen. Ach so, ja, dann drauflocken und Angriff. Wie mache ich das Pferd weg? Indem du R3 drückst. L3 drückst. Mit dem Pferd ist aber teilweise leichter zu kämpfen. Ich möchte nicht, dass es getötet wird. Das kannst du wiederbeleben. Dafür musst du eine deiner Estus Flask opfern. Ich meine Doofheit. Okay, was ist denn das? Ja, Gott, im Himmel. Na gut, der kann damit laufen. Jetzt. Ah, nee, noch nicht.
Oh. Soll ich mal sagen, das war das erste Mal, dass so ein Vieh in diesem Spiel besiegt wurde, weil ich hab's noch nicht besiegt. Ich hab's noch nicht gegen das gekämpft. Der neben dir schleicht sich zu dir. Ich wusste nicht, dass man das machen kann. Und einer hat auch schon ein paar Stunden da drin. Du hast dem Gegner quasi so viel Schaden zugefügt, dass er ausgepowert war und du halt noch mit einer Critical-Attacke arbeiten konntest. Ich krieg grad nur Lob. Ja, ist doch gut. Ich bin verwundert. Spielst du doch mit mir Elden Ring durch? Nee. Ich habe schon ein paar davon getötet, aber das war mir neu. Ich krieg Lob von anderen, das ist selten. Verdammt. Das sind Landoktopus. Ich will immer auf X drücken, Verzeihung. Was ist hiermit? Ja, das ist nichts. Dass du komplett diese leuchtenden Fußspuren komplett ignorierst. Welche leuchtenden Fußspuren? Die da hinten waren, wo sich nee, da was bewegt hat. Ja, aber ich muss ja erstmal alles andere klären. Oh Gott, ey, ich brauche jetzt keinen starken Boss, wenn ich gerade das erste Mal hier spiele. Und schon wieder, warte. Hättest du kurz mal nicht geschlagen und nur einmal schlagen gedrückt, dann hättest du ihn quasi so wie eben töten können. Ja. Das ist nur eine Nachricht. Und da ist nichts mehr? Nee, da ist nichts. An dem Teil hier sind noch einige dieser Runensplitter, Runenfragmente. Wie gesagt, auf O kannst du auch rennen. Auf O, nicht schleichen. Einfach gedrückt halten, O. Mach's. Laufen und O halten. Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, O drücken. Geh mal ins Wasser, da ist ein Schatz versteckt. Du willst sie doch umbringen. Ja, natürlich. Wer hat denn das gesagt? Anna. Na, eigentlich traue ich das Anna jetzt nicht so zu, dass sie mich mutwillig töten will. Warte, dreh doch nochmal zum Wasser. Mhm. Was, ich? Siehst du. Siehst du? Die will mich nicht töten. Würde ich doch niemals tun. Steht das da? Ja. Dann will sie mich töten. Man muss sagen, Rika spielt schon 22 Minuten und ist noch nicht gestorben. Naja, ich habe aber auch schon 2-3 Flakons getrunken. Ja, das ist doch scheißegal, weißt du, wie man die... Das Gute ist ja, wenn du hier Was auf... Was ist das da? Das meinte ich doch. Aber das ich weiß, geht es doch nicht weg. Das zeigt, dass hier ein besonderes Areal ist. Ach so. Sherlock Rika. Ja, natürlich geht der im Kreis. Du kannst einfach hier stehen bleiben und gucken, was passiert, wenn es auf dich zuläuft. Anstatt zu versuchen, dem zu folgen. Achso, ja, warte, dann bleibe ich bei einer der Nachrichten stehen, aber ich weiß das auch nicht. Nicht so nuscheln, Frau. Entschuldigung. Da kommt das. Gar nichts. Ich stehe mittendrin. Mach mal die Nachricht lesen. Erstens Verfolgung, dann Schlagen versuchen. Achso, schlag mal, wenn der auf dich zukommt. Jetzt. Ah, okay. Nix, oder? Nö, aber da hinten war ein Feuer. Aber hier ist doch was. Ja, natürlich. Aber was? Das ist egal, ich stehe mittendrin. Kannst du noch leiser reden? Ernsthaft, du hast das Mikro schon nicht an deinem Mund. Da musst du lauter reden. Wenn ich dich jetzt dann wieder lauter drehe, dann, wenn du wieder rumschreist, ist wieder ein Nachteil. Also, ne, achte drauf. Wenn du leise gestellt... Das ist ein Blutfleck, wie jemand gestorben ist. Ach, ein Magier. Mhm. Du musst schlagen, bevor die Spur bei dir angekommen sind. Also, an die Stelle stellen, genau, und dann gleich... quasi jetzt. Ne, es war noch zu spät. Entschuldigung.
Hört man Rika eigentlich oder ihr Genuschel? Darf ich mal kurz was probieren? Ja. Was man nämlich auch machen könnte, wäre... Warte. Meine Arme sind so schwach. Nach dem Gehen. Da dämme ich eigentlich. Ja! Ha! Ja, mit der 2 hätte ich das auch hinbekommen. Ja, wenn du gewusst hättest, dass die Attacke nach vorne geht. Ist das jetzt weg? Ja, es geht, aber dafür sind meine Lautsprecher noch nicht explodiert. Ja. Ja, merkst du? Du musst schon lauter reden ein bisschen. Wieso? Sie hat gedacht, es ist nicht explodiert, das ist gut. Sie meint, es geht. Was ist jetzt hier? Ein Typ, mit dem du dich unterhalten kannst. Und da ich was, der ich was. Oh, ein Bösewicht. Ah! Und Rika ist gestorben. Nein, ich hab die nicht gesehen. War das ein anderer Spieler? Nein, das war nur ein Gegner. Soll ich dich da nochmal hinbringen? Bitte. War's der? Das da ist ein normaler Typ, der mit dir redet. Hm? Juhu. Ach Quatsch, falsche Taste. Aber jetzt kannst du nochmal gegen das Vieh kämpfen. Gegen den Riesen müsste ich jetzt nochmal. Ah, da bin ich ja durchgelaufen. Du weißt gar nicht, wie ich gelaufen bin. Du hast hier irgendwie gar nicht gemerkt, da unten ist er. Das finde ich immer so dumm, dass das Areal da nicht geklärt bleibt. Aber guck mal, bleibt. Du siehst jetzt oben, wo deine Seelen sind auf dem Kompass. Ja. Waren das denn viele? Hat dir das irgendwas gebracht? Es wären noch 2.000 oder 3.000 ja, mehr, hätte ich leveln Anna. Können. Das waren um die 5.000. Schlecht, ganz schlecht. Wie lange wart ihr am Leben, bevor ihr gestorben seid? Länger, ne? Nein. Ach, bestimmt. Lüg da nicht! Guck du lügst nur, um mich zu schonen! Ja, sei doch froh, dass ich lüge, um dich zu schonen. Nee, ich will die brutale Wahrheit! Ihr bestimmt habt ihr über eine Stunde gebraucht. Nee, Anna ist relativ auch früh gestorben. Anna, wie lange hast du gebraucht? Bitte schön. Von Anna Seelen habe ich zurückgeholt. Danke, von Anna kriege ich da wenigstens kommt ehrliche Antworten. Du musst ihn anvisieren. Ja, ich habe es gerade gemeckert. Und tot ist er. Jetzt kannst du das Item einsammeln. Muss ich mich heilen? Ja, du siehst auch oben den roten Balken. Nein. Nee, jetzt hast du es fertig. Du musst einmal nach unten drücken, Dicky Kreuz. Genau. Und geheult. So, hier ist nichts zum Einsammeln, mein Schatz. An dem Feuer. Ach, das. Wo du eben das einsammeln wolltest. Die Schmetterlinge kannst du übrigens auch mitnehmen. Okay. Ich bin bei Jens nach 5 Minuten oder so gestorben, weil ich dachte, dass ich für die Geschichte eine Klippe runterspringen müsste. Siehst du? Oh. Das ist schlecht. Material sammeln, genau. Und das wäre noch der Blutfleck, ist ja dir auch passiert an dieser Stelle. Ja. So, ja, jetzt hast du den Strand hier quasi abgesucht und alles gefunden. Naja, wobei nicht, weil jetzt sind die Viecher dahin ja auch wieder da. Ja, das ist doch egal. Ja, sowas. Ja, also mein Monk tut das nicht gut, sowas. Aber so würde ich mit Spielen nie fertig werden. Nee, deswegen, da musst du... Deswegen, wenn du zum Beispiel Lego City Undercover spielst, kannst du auch nicht sagen, ich muss alle Lego-Steine einsammeln, die rumliegen. Das kriegst du nicht hin. Und im Bosskampf danach bin ich beide Male recht schnell draufgegangen, aber das schien so vorgesehen zu sein. Mhm. Ah. Achso, du meinst den ersten Bosskampf, ne? Den man eigentlich auch nicht besiegen soll. Du spielst wieder Fußball mit dem. Emma! Der kann doch nicht wahr sein! Jetzt hast du es. Menschen. Da ist übrigens immer dasselbe drin. Also, sag doch, dass du das nicht brauchst. Jetzt ist wieder das die Schädel Tor an. Raufrollen, das ist einfacher. Das Tor ist wieder. Ah, okay. An. Sieht man die Fußabdrücke dann hier? Nee, die sind nicht mehr da. Die sind weg. Aber das Tor ist wieder an. Ja, vielleicht ist hier noch was in der Nähe. Anna, weißt du, ob hier noch was in der Nähe ist?
das Tor ist hier gerade wieder angegangen. Geh mal an die Wand gucken. An welche Wand bitte? An die Wand. Weil da gibt es... Jetzt ist es weg. Ah, okay, dann ist es weiter unten. Da. Da. Naja, gut. Wer weiß, was es ist. Ich habe auch noch nicht jede Funktion begriffen. Was sagt er? Loch anbieten. Ich glaube, nicht ist die... nicht in diese Richtung. Okay. Ja, dann kannst du weiter. Kannst am Strand entlang. Und ich würde sagen, aber... Also erstmal für Rikas erfolgreiche Runde. Danke, danke, danke. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Elden Ring und Rika probiert weiter herum. Bis denn. Tschüss. Tschüss.